Ja, ich mache es meinem Vorredner nach. Ich bin Carina und ich werde heute in meinem Lightning Talk Form und Inhalt zusammenbringen. Ihr werdet es gleich sehen, es geht um Sprintmethoden. Das erwarte ich vielleicht noch ab. Na gut, genau, Sprintmethoden. Da fragt man sich vielleicht schnell, warum die Eile? Eine ganz naheliegende Antwort, manchmal muss es eben schnell gehen. Unsere Arbeits- und Lebenswelten sind in Veränderung, teils rapide und ja, Inhalte sind dann schnell mal überholt. Warum aber eigentlich noch? Da gibt es ja noch andere Gründe. Zum einen in großen Institutionen ist Wissen oft verteilt auf verschiedene Expertinnen und Abteilungen. Und organisationsweite Strukturen für organisationsweiten Austausch gibt es kaum. Da geht Wissen verloren. Und in einem Sprint wird dieses verteilte Wissen gebündelt. Es geht also zum einen um Zeitmanagement, aber eben auch um Wissensmanagement. Genau. Was verstehe ich unter einem Sprint? Gut, ich fasse einen Definitionsversuch. Ein Sprint ist ein zeitlich begrenzter, kollaborativer Prozess, bei dem eine möglichst diverse Gruppe verschiedene Perspektiven bündelt, gemeinsam ein Thema arbeitet, geteiltes Wissen produziert und dieses in verschiedenen Formaten für andere aufbereitet. So ein Sprint kann dann verschiedene Wissenscontainer zum Ergebnis haben, oder Formate. Zum Beispiel in einem Design-Sprint werden verschiedene Prototypen, oft auch App-Prototypen entwickelt. In einem Mediensprint werden Medien wie zum Beispiel Videotutorials erzeugt oder im Booksprint werden zum Beispiel Forschungs- oder Projektergebnisse verschriftlicht. Ich habe zum Beispiel jedes Jahr in meinem Methodenseminar mit meinen Studierenden machen wir am Ende einen Design-Sprint. Das heißt, während des Semesters erheben wir ethnografische Daten, analysieren ein Problemfeld und dann am letzten Wochenende entwickeln wir dann eine konkrete Lösung für diesen spezifischen Kontext. Oder zum Beispiel an der Curtin University haben sich 10 Wissenschaftlerinnen zusammengetroffen und ein Buch geschrieben in einer Woche zu ihrem Expertisen zu Open Knowledge. Ein Buch in einer Woche, fragt man sich schnell, geht das? Ja, das geht. Üblicherweise dauert ein Sprint wenige Stunden bis mehrere Tage, aber üblich sind 5 Tage, um auch wirklich ein wiederverwertbares Produkt zu erzeugen. Wichtig ist, dass die Leute in einem Raum sind und sich wirklich darauf einlassen. Ein Sprint ist wie ein Retreat und die gemeinsame Deadline ist quasi der Motor. Hier kürze ich kurz ab, die Teilgebenden sollten möglichst divers zusammengestellt werden und damit einfach ganz viele Perspektiven auf einen Gegenstand zusammengebracht werden können. Weil ich ja schon gesagt habe, es ist ein sehr kollaborativer Prozess. Das heißt, die Teilgebenden werden durch diesen Prozess, also es ist nicht so, dass sie sich treffen und am Anfang gemeinsam eine Struktur einigen und dann Arbeitspakete geschürt werden und jeder macht dann so seinen Teil für sich, sondern die eigenen Ideen und Beiträge werden fusioniert mit denen der anderen zu einem kohärenten Ganzen. Zu einem konkreten Ganzen. Dieser Prozess hat mehrere Phasen. Zum einen beginnt es damit, dass man die Expertisen der Teilnehmenden, aber auch eben die Bedürfnisse der Nutzer erhebt und vor allem sichtbar macht, also verschriftlicht oder visualisiert. Daraus dann Cluster bildet und die kategorisiert und dann in einem nächsten Schritt auf Basis dieses gefertigten Mindmaps dann eben mit Hilfe von Kreativitätstechniken Ideen entwickelt und die miteinander abgleicht und dann sukzessive immer mehr verengt zu einem gemeinsamen Konzept von einem Endprodukt. Und dieses Endprodukt, da werden ganz schnell Hände angelegt, werden sehr schnell auch Prototypen gebaut, Textbausteine verschriftlicht oder eben Storyboards erstellt. Es geht auch darum, diese sehr abstrakte Diskussion ganz schnell am konkreten Material weiterzuführen und damit dann auch in dem Moment, wo etwas raus ist aus dem Kopf, kann man es weitergeben in andere Hände. Das heißt, jeder Materialbaustein geht während dieses Sprints auch durch verschiedene Hände und so kann man eben auch diese Idee von so einem Besitz am Text aufbrechen. Das gibt ein paar Sachen, die das begünstigen, zum Beispiel, wenn eine neutrale Person im Raum ist, die diesen ganzen Prozess moderiert und methodisch fundiert, die Leute durch diesen Prozess leitet. Darüber hinaus sollte es möglichst eine Software geben, in der die Leute zusammenarbeiten, eine Software, die diesen kollaborativen Prozess auch unterstützt. Das sind Co-Autoren-Tools, Design-Software und ähnliches. Das sollte vorher natürlich eingerichtet sein, getestet sein und der Ort sollte über ein gutes WLAN verfügen, das ist auch nicht immer gegeben.
Und darüber hinaus, um wirklich auch ertragreiches Ergebnis zu haben, sollte es ein Produktionsteam geben, das quasi die Schreibenden oder die Gruppe unterstützt. Wenn also zum Beispiel eine Ideenskizze vorliegt, kann man die direkt rausgeben an einen Illustrator, der dann direkt eine Illustration daraus erstellt und die in den Prozess zurückgibt. Oder jemand, der ein Lektorat zum Beispiel, der neutral vom Text in der gleichen Software arbeitet und die Gruppe dabei unterstützt. Warum also nochmal ganz kurz runtergebracht, sollte man Sprints machen? Zum einen, weil es ein schnelles Ergebnis bringt, zum anderen, weil es ein kollaborativer Prozess ist, der verschiedenes Wissen mobilisiert und zum anderen aber auch nach einem Sprint gehen die Leute wieder zurück in ihre Standorte und nehmen das Wissen natürlich auch dorthin mit. Dadurch verbreitet sich dieses Wissen und es macht auch vor allem richtig viel Spaß. Vielen Dank.